Herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir inzwischen schon 94 sind, nicht Jahre, sondern Teilnehmer. Und ich freue mich mit Ihnen und mit euch auf einen wirklich schönen, interessanten und innovativen Nachmittag. Und wir hatten heute Vormittag schon eine ganz tolle Mitgliederversammlung. Einige von euch, viele von euch waren da auch schon dabei. Schön, dass sich jetzt noch mehr dazu geschaltet haben. Und lieber Herr Professor Frei, als wir vor, ich glaube, vor einem Jahr das erste Mal an der LMU zusammengesessen sind, um den Kongress zu planen, da wussten wir noch nicht, in welchem Rahmen wir uns heute finden werden. Ich habe die große Ehre, Sie anzukündigen und Sie unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorzustellen. Und ich kann Ihnen und euch verraten, als Professor Frei uns die Zusage gegeben hat, dass er Schirmherr unseres diesjährigen Kongresses werden würde. Da habe ich wirklich also einen Freudensprung gemacht, weil das ist eine ganz, ganz große Ehre. Ich habe, als ich in den 80er Jahren Psychologie studiert habe, schon im Bücherregal den Frei gehabt, das Buch über Sozialpsychologie. Und schon damals war das ein Name, den man in Psychologenkreisen kannte. Und in den letzten Jahren, als ich mich mit der positiven Psychologie intensiv beschäftigt habe, ist er mir immer wieder begegnet. Weil Professor Dieter Frey einer der ersten und einer der wenigen deutschen Forscher ist, die die positive Psychologie in einer sehr unaufgeregten und sehr wirkungsvollen Art und Weise in die Forschung eingebracht hat. Ich möchte Professor Frey gern vorstellen. Seine wissenschaftliche Karriere, der Teil, der mit dem Professor dann vorne dran begann, der begann in Kiel, führte ihn nach New York und dann schließlich nach München. Nicht so, dass andere Unis ihn nicht hätten haben wollen. Es gab etliche Rufe, aber die Münchner haben gewonnen und dort hat er dann auch einen großen Teil seiner beruflichen Karriere verbracht. Professor Frei ist ein sehr besonderer Mensch, nicht nur in akademischer, sondern auch in Anwendungshinsicht. Also Professor Frei ist einer der Forscher, denen es von Anfang an ein Anliegen war, die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis zu schlagen. Und das ist mit ein Grund, warum es einfach für uns wunderschön ist, lieber Herr Professor Frei, dass Sie sich als Schirmherr bereit erklärt haben. Professor Frei hat den Deutschen Psychologiepreis bekommen. Das bedeutet, er darf sich mit Fug und Recht Psychologe des Jahres nennen, und zwar seit 1998. Er war von 2003 bis 2013 akademischer Leiter der Bayerischen Eliteakademie und ist seit 2007 Leiter an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität des Center for Leadership and People Management. Das heißt, das Thema der Psychologie, der angewandten Psychologie und auch nicht zuletzt der positiven Psychologie in die Firmen, in die Unternehmen zu tragen, das war ihm ein großes Anliegen, wo er unglaublich viel dazu beigetragen hat. Seine Forschung hat Schwerpunkte wie Entscheidungsverhalten in Gruppen, wie man Kreativität und Motivation erhöhen kann oder wie man Einstellungen und Wertesysteme unterstützen kann in der Veränderung. Und nicht zuletzt die positive Psychologie, gerade in den letzten Jahren immer wieder als Hintergrund. Die Liste der Titel, die Professor Frei auch im angewandten Feld bekam, die ist ziemlich lang. Ich möchte ein paar nennen. Der praktische Ethiker, ein Titel, den er von der Zeitschrift Personalmagazin 2011 bekommen hat. Er wurde von der Margret-Egner-Stiftung der Universität Zürich ausgezeichnet für seine Forschungsarbeiten, die zu einer humaneren Welt beitragen. Das war 2016, positive Psychologie im besten Sinne. Und 2017 von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie ausgezeichnet als herausragender Förderer des wissenschaftlichen Nachwuchses. Über 25 Personen, die er bei der Habilitation betreut hat, haben inzwischen Professuren. Und jetzt ganz neu, September 2020, in einer Liste der FAZ, der Top-Ökonomen, die in Politik und Wirtschaft Einfluss haben, ist Professor Frei auf Platz 28. Und hinsichtlich der Zitate in der Wissenschaft ist er unter den Top 10. Also damit haben wir einen ganz, ganz großen für unsere erste Keynote. Und ich freue mich drauf. Ich wünsche uns und Ihnen viel Freude und übergebe an Sie, Professor Frei. Vielen Dank. Ja, Frau Blickan, Sie haben hier eine Messlatte vorgegeben. Da werde ich nie drüber sprechen. Aber vielen, vielen Dank für Ihre schöne Einleitung. Und jetzt habe ich exakt eine Dreiviertelstunde Zeit, haben Sie mir gegeben. Ob ich die brauche, weiß ich noch nicht.
Aber habe mich sehr gefreut, was Sie gesagt haben. Und vieles ist natürlich auch immer Glück im Leben. Und ich wollte Ihnen mal sagen, über was ich reden werde. Den Titel haben Sie schon, warum wir die positive Psychologie heute mehr denn je brauchen. Erkenntnisse aus 40 Jahren Forschung und Anwendung. Und auf der nächsten Folie sehen Sie in etwa, über welche Themen ich spreche, wenn Sie die nächste Folie bringen, die Überblick. Ich will kurz was über die Charakterisierung der positiven Psychologie sagen, dann über die Verankerung in der Philosophie, also welche Werte stehen dahinter, dann auch eine Verankerung in welchen psychologischen Theorien steckt die positive Psychologie. Dann werde ich einige ausgewählte empirische Befunde rüberbringen aus unserer Forschung und dann am Schluss noch einige Aussagen, wie man die positive Psychologie mehr als bisher noch in der Praxis verankern könnte. Und jetzt beginne ich einfach erst mit der Charakterisierung. Ich hatte mich jetzt schon bedankt. Danke, dass ich da Schirmherr sein konnte. Und es ist mir eine ganz große persönliche Freude, dies zu tun, weil mein ganzes Forschungs- und Wissenschaftlerleben hindurch ein Verfechter der positiven Psychologie war. Und natürlich auch ein großer Dank geht natürlich an Martin Seligmann, der durch seine Antrittsrede bei der APA diese Bewegung ins Rollen gebracht hat. Und an Sie, Frau Blickan, die diese Bewegung in Deutschland vorangetrieben hat und auch noch weiter vorantreibt. Gerade in diesen Tagen, in denen wir durch die Corona-Pandemie eine existenzielle Krise unmittelbar erleben, brauchen wir die Erkenntnisse der positiven Psychologie mehr denn je. Auf unmittelbare Weise öffnet uns die Krise die Augen dafür, wie verwundbar wir doch sind und wie fragil das Gerüst ist, auf dem wir unseren Lebensstandard und unser Glück bauen. Und im Folgenden möchte ich auf einige Punkte eingehen, nämlich die Charakterisierung der positiven Psychologie. Wenn Sie das auch in der Folie, genau. Die positive, ich brauche da nicht sehr viel sagen. Sie sind mehr drin wahrscheinlich im Thema als ich, denn ich habe noch andere Themen, gerade auch aus der Ökonomie. Deshalb auch die Wertschätzung, die die Gutachter hatten mich auf einer Liste von 100 Top-Ökonomen als einzigen Psychologen da überhaupt unter den Top-Ökonomen zu listen auf 28. Aber vieles hat da in der Tat aber auch mit positiver Psychologie zu tun. Die Themen umfassen Glück, Freude, Lebensfreude, Genuss, Optimismus, Fairness, Gerechtigkeit, aber auch Bindung, Freundschaft, Verzeihen, prosoziales Verhalten, Solidarität, Zivilcourage und die Förderung und Realisierung von positiven individuellen Eigenschaften wie Charakterstärken, Werte, Talente. Das heißt, es geht letztlich, glaube ich, darum, nicht nur den Einzelnen zu fördern und seine Potenziale zu entwickeln, sondern immer auch einen Beitrag zu leisten für eine Kultur des mitmenschlichen, humanen Miteinanders oder, um bei Karl Popper zu bleiben, eine Kultur einer offenen Gesellschaft. Also das heißt, ich habe die positive Psychologie nie als eine Psychologie gesehen, für das einzelne Individuum, sondern immer auch für eine größere Gemeinschaft oder noch breiter ausgedrückt für eine Kultur eines Landes, einer Universität, einer Schule, einer Familie. Und da sehe ich riesen Potenzial nach oben. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, die Verankerung der positiven Psychologie in der Philosophie. Sie und ich, genau, das sehen Sie, die Verankerung in der positiven Psychologie, in der Philosophie. Und ich spreche ganz kurz über Immanuel Kant, Karl Popper, Lessing, Hans Jonas und Konfuzius. Oft werden Sie und ich ja gefragt, ja Herr Frey, an welchen Werten orientieren Sie sich eigentlich? Und da fällt es mir leicht, dass ich sage, ich orientiere mich an Menschen, die ja Großartiges geleistet haben, weil sie durch ihre Ideen eine Orientierung gegeben haben. Und ich habe vor 7 Jahren mit Lisa Schmalzried im Springer Nature Verlag ein Buch herausgegeben, Philosophie in der Führung, gute Führung lernen von Kant, Aristoteles, Popper und Co. Und ich möchte nun auf
einige dieser Leute ganz kurz eingehen, weil ich denke, sie können das Fundament sein. Nehmen wir Immanuel Kant. Es gibt Leute, die sagen, der Kant war der einzige Philosoph nach den griechischen Philosophen, die als Philosoph genannt werden können. Da kann man sich streiten, aber ich glaube, er hat recht. Er ist wirklich ja, als ein Symbol der europäischen Aufklärung. Europäische Aufklärung. Bediene dich deines eigenen Verstandes. Sei mündig. Zeige Respekt. Und wenn du dich nicht respektvoll behandelt fühlst, zeige Selbstrespekt. Das ist eigentlich alles drin. Wie man andere behandelt, respektvoll. Aber dass man sich nicht unmittelbar auch als Opfer fühlt, wenn man selber nicht respektvoll behandelt wird, sondern dass man selbst und hoffentlich mit der Unterstützung anderer Selbstrespekt zeigt. Ja. Und natürlich der Kantsche Imperativ, handle so, dass dein Handeln ein allgemeines Gesetz ist. Ich glaube, wenn wir die Ideen von Kant im Hintergrund haben, hilft es uns. Zum Zweiten, mein zweiter Lieblingsphilosoph ist Karl Popper. Ich hatte das Glück, bei zwei Menschen zu promovieren und habilitieren, damals in Mannheim, nämlich Martin Irle und Hans Albert. Und beide waren Popper-Anhänger. Popper kam auch, als ich kleiner Student war, häufig an unsere Universität. Und ich war wirklich begeistert. Warum bin ich von Popper begeistert mit seinem Wertesystem? Popper ist ja Anhänger der offenen Gesellschaft. Ja? Und wie kommt Wissenschaft und Gesellschaft voran? Durch kritisch-rationale Diskussion. Kritik und Ratio. Aber wir sind nie im Besitze der Wahrheit. Weder in der Wissenschaft, er spricht von einer Approximationstheorie der Wahrheit, noch in der Gesellschaft. Also wir brauchen zwar Ideale, aber die werden wir nie erreichen. Und Popper hat einen ganz anderen Ansatz und sagt, guckt euch mal die Defizite an, arbeitet an denen, dann kommt ihr der Wahrheit oder dem Ideal auch ein Stück näher. Und zwar durch Kritik und Ratio. Also das heißt, er fordert eine Dialogkultur, eine kritisch-rationale Diskussion. Statt, mit dir rede ich nicht, emotional, unsachlich, es gibt nur eine Wahrheit und Popper redet durchaus. Er redet durchaus von die Wahrheit ist im Plural, wir sind uns da ohnehin nie sicher, es ist immer vorläufig. Und meine Idee ist schon, dass Popper der Hintergrund unserer positiven Psychologie sein kann. Er fordert die offene Gesellschaft und ihre Feinde, und die Feinde ist Dogmatismus, jede Art. Also er macht das fest am Nationalsozialismus, am Kommunismus und am Vatikan. Und ich empfehle ihm wirklich dieses Buch, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Also das heißt, wir als Positivpsychologen proklamieren eine Kultur oder eine Gesellschaft, im Extremfall eine Wertegemeinschaft, eine Weltgesellschaft, die geprägt ist durch Offenheit, durch Humanismus und durch kritisch-rationale Dialog. So, jetzt kommt noch der Lessing dazu, Abraham Lessing. Nathan der Weise. Papa hat drei Söhne, aber nur einen Ring, lässt er zwei Ringe noch zusätzlich machen, und die Kinder fragen ihn, ja, Papa, was ist nun der richtige Ring? Und die drei Brüder stehen für Christentum, Islam und Judentum, und er sagt, alle drei sind richtig, lernt voneinander. Und was wir von Lessing lernen, ist Toleranz. Die Akzeptanz von Unterschiedlichkeit. Aber die Toleranz hat da ihre Grenzen, wo Intoleranz herrscht und wo die Freiheit von anderen eingeschränkt wird. Das heißt, es ist damit auch eine ganz wichtige Sache, Freiheit in Grenzen. Und das heißt, dass wir von der positiven Psychologie eben auch klares Wertesystem haben, keine Wertebeliebigkeit, sondern Freiheit in Grenzen. Toleranz hat ihre Grenzen. Ein weiterer Philosoph, der mir noch wichtig ist, Hans Jonas, der bekannteste und berühmteste Verantwortungsphilosoph, der sagt, wir sind verantwortlich für zwei Dinge, für den Planeten und für Menschenwürde. Verstehen Sie? Da steht jetzt, manchmal habe ich so ein bisschen die Furcht, dass die positive Psychologie nur zu sehr so interpretiert wird, Selbstverwirklichung. Aktualisierung der Potenziale des Einzelnen. Ich merke das auch zu sehr in der Therapie. Schütze dich selber. Und dann wird total außer Acht gelassen der soziale Kontext. Dass ich nämlich Verantwortung habe, nicht nur für mich, sondern genauso ja, für meine Umgebung.
Und das sagt uns die Verantwortung, also die Verantwortung, die wir haben, nicht nur für uns, sondern ja, für den Planeten, für die Zukunft. Damit sind wir mitten in Nachhaltigkeit. Und damit ist Friday for Future für mich eine Bewegung der positiven Psychologie. Und natürlich würde ich gerne, damit wir nicht nur in Europa sind, den Konfuzius einbringen mit seiner Idee des lebenslangen Lernens. Lebenlanges Lernen. Man lernt, bis man im Saal klickt, so sein Vorschlag dazu. Und vor allem aus Fehlern lernen. Wer aus einem Fehler nicht lernt, macht einen noch größeren zweiten Fehler. Also das heißt, mir ist wichtig, wenn wir über positive Psychologie reden, welchen Wertehintergrund haben wir? Und der ist uns eigentlich vorgegeben durch, also als Vorschlag. Wir reden über Respekt, wir reden über eine humane, offene Gesellschaft, wir reden über Verantwortung, wir reden über Toleranz und über laufendes Dazulernen, weil wir, nicht mal wir, auch wir schon gar nicht, die Wahrheit haben. Aber wir sind auf der Suche nach der Wahrheit. Als nächster Punkt, wenn wir da nochmal die Hintergrundfolie haben, würde ich gerne über Verankerung in den Theorien der Psychologie sehen. Nicht, wir haben jetzt 1 und 2 besprochen, ich gehe jetzt zu 3. Und da will ich Folgendes sprechen. Ich möchte ganz kurz über Kurt Lewin reden, über die Hypothesentheorie der Wahrnehmung, über die von mir präferierte Theorie der kognitierten Kontrolle. Wenn ich vorher gesagt habe, Immanuel Kant, Karl Popper sind meine Lieblingsphilosophen, dann ist mein Lieblingspsychologe der Kurt Lewin. Warum? Weil er geschrieben hat, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Ich glaube, wenn wir schon Wissenschaft betreiben, dann sollte es natürlich schon theorieorientiert sein, aber nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Das heißt, wenn ich eine Theorie habe, kann ich Dinge erklären, kann Dinge vorhersagen, kann das daraus hoffentlich Ableitungen für die Praxis verwenden. Und vor allem eine Theorie kann sehr, ja, kann den Charakter haben, dass sie Zustände sehr kritisch analysiert. Im Extremfall revolutionären Charakter, ja, bestimmte Theorien. Also im Sinne von, wenn ich nur die Kontrolltheorie nehme, besteht da Erklärbarkeit, besteht Vorhersagbarkeit, besteht Autonomie und Beeinflussbarkeit. Also Kurt Lewin, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Was ich an ihm auch gut finde, ist, dass er sagt, ein guter Psychologe sollte nicht nur Grundlagenforschung machen und unterstützen und verstehen, sondern auch angewandte Forschung und auch Anwendung von Forschung. Kurt Lewin hat alle drei Aspekte gemacht und immer Theorie geleitet. Und was ich bei ihm auch gut finde, ist letztlich seine Feldtheorie, wo er unter anderem sagt, Erleben und Verhalten, das ist für mich die Oberformel von Psychologie, Erleben und Verhalten ist eine Funktion von Person und Umwelt. Das heißt, Personen, alle Potenziale der Person, aber Umwelt, die Umwelt formt die Person, aber jede einzelne Person kann auch die Umwelt formen. So, und jetzt sehen Sie, warum Kurt Lewin für mich diesbezüglich ja so etwas wie ein Vorbild ist. Und nun möchte ich nichts ist praktischer als eine gute Theorie, zwei Theorien herausgreifen. Zunächst die Hypothesentheorie der Wahrnehmung. Wir alle gehen ja mit Erwartungshypothesen durch die Welt. Also eine Hypothese hat sowohl einen kognitiven Charakter wie was ist meine Welt, mein Weltbild, als auch eine affektive Form, mit welcher Stimmung, mit welchen Affekten, positiver oder negativer Art, gehe ich durch die Welt. Überspitzt gesagt, steht hinter einer Hypothese eine Positivbrille oder eine Negativbrille? Und nun ist die Kunst, wenn ich die Theorie kenne, dass ich daraus, und wir wissen, die Brillen beeinflussen sehr, was wir wahrnehmen, was wir uns erinnern, was wir dann wieder abrufen und wie wir uns verhalten. Und die Kunst ist sehr oft bei Negativbrille und Negativstereotype und Negativvorurteile, mit welchen Strategien gelingt es uns, ja, zu einer positiveren Einstellung zu kommen. Und da gibt uns die Theorien schon einige Hinweise. Und deshalb ist, glaube ich, die,
die Hypothesentheorie der Wahrnehmung. Und diese Hypothesen sind ja nicht angeboren, sondern sie sind gelernt. Man kann sie durch Verstärkungen verändern. Ja? Man kann durch Vorbildverhalten auch Hypothesen von Menschen verändern. Aber die Hypothesentheorie entscheidet schon, wie sehe ich die Welt. Und Leben ist eine Sichtweise. Und ich kann die Welt positiv sehen oder ich kann sie weniger positiv sehen. Und ich denke, wir haben gar keine andere Chance, als die Welt positiv zu sehen. Denn wenn wir sind, natürlich brauchen wir die kritischen Dinge. Aber wenn ich, der Luther sagte mal, wenn ich wüsste, ich würde morgen sterben, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen. Das heißt, wir haben gar keine andere Chance, um die Welt so zu konstruieren, dass wir sagen, wir versuchen sie zu gestalten in der Richtung, dass eine humane, offene Gesellschaft möglich ist, wo die Menschen einen hohen Ausmaß an Chancengleichheit haben, ein gelingendes, selbstbestimmtes, ja, sinnerfülltes Leben zu führen. Ja. Und da ist einfach, da sehen Sie jetzt wieder, nichts ist praktischer als eine gute Theorie, dass mir eine Theorie hilft. Ich will noch eine zweite herausgreifen, wo ich selber viel geforscht habe. Das ist eine Theorie der kognitierten Kontrolle, dass weltweit Menschen Sehnsüchte haben nach Erklärbarkeit, Vorhersehbarkeit, Beeinflussbarkeit. Was heißt das? Weltweit haben Menschen Sehnsüchte nach Erklärbarkeit. Das ist Sache aller Religionen. Warum ist was und wozu ist was? Also kausal, kausal und final. Warum ist was, wozu ist was? Also die Sehnsucht nach Sinn. Zum Zweiten eine Sehnsucht nach Vorhersehbarkeit. Sie wollen nicht ihren eigenen Tod unbedingt vorhersehen, nur wenn sie wüssten, ich kann da noch adaptiv reagieren, dann wollten sie das schon. Aber Menschen haben, sie haben Kontrollverlust, wenn alles so unberechenbar, intransparent, unvorhersehbar ist. Und zum Dritten die Sehnsucht nach, also Erklärbarkeit, Vorhersehbarkeit, Beeinflussbarkeit. Menschen haben eine Sehnsucht nach Autonomie, nach Freiheit, Dinge zu beeinflussen. Dahinter steht Selbstwirksamkeit und es deckt sich vieles von der Kontrolltheorie mit dem, was Deasy und Ryan mit ihren drei Motiven postuliert haben. Das heißt, dass Menschen so ein Motiv haben nach Kompetenz. Die, schon kleine Kinder wollen sagen, ich kann die Schuhe selber binden. Die wollen sagen, so ein Kompetenzgefühl. Oder also zum Zweiten bei Deasy und Ryan nach Kontrolle, nach, dass ich Dinge beeinflussen kann, nach Selbstwirksamkeit. Und er hat diesen Ryan noch eine Sache drin, die in der Kontrolltheorie leider nicht so explizit drin ist, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Also ich möchte inkludiert und nicht exkludiert sein. Ich möchte Teilhaber sein. Und ich finde, was sich hinter der Theorie der kognitierten Kontrolle verbirgt, und wir haben da selber sehr viel Forschung gemacht, ist, dass wir da Rahmenbedingungen ableiten können, wann sich Menschen wohlfühlen, wann sie sich identifizieren, aber dass es auch Rahmenbedingungen sind in der Interaktion von Menschen. Das heißt, dass wir Kulturen schaffen in den Schulen, in den Firmen, wo Menschen den Sinn erklärt wird. Ja, wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Wer Veränderung fordert, muss Sinn bieten. Wer Friday for Future organisiert, muss Sinn bieten. Also das heißt, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo die Elemente umgesetzt werden. Oder Vorhersehbarkeit, dass man den Menschen möglichst ja, so eine Transparenz gibt. Natürlich lässt sich das nie exakt vorhersehen, auch die die Pandemie, die Entwicklung. Aber sie brauchen so ein Gefühl, wie könnte es sich entwickeln? Wenn das total intransparent wäre, haben die einen Kontrollverlust. Und Menschen brauchen so ein, nicht nur ein Gefühl, sondern de facto Autonomie, Freiheit. Also sie müssen atmen können, sie müssen Dinge selbst gestalten können. Und da bin ich natürlich in einer ganz zentralen Sache, nämlich, dass wir als positive Psychologien, Psychologen Rahmenbedingungen schaffen in den Firmen, in den Schulen, in den Universitäten, in der Gesellschaft, wo Erkenntnisse der Kontrolltheorie umgesetzt werden.
plus eben dieses eine Element soziale Zugehörigkeit von Deasy und Ryan, nämlich den Menschen das Gefühl zu geben, du bist inkludiert. Wir reden über Fürsorge, über Liebe, über Geborgenheit. Und viele Menschen befinden sich in der Einsamkeit, dass wir darauf achten, dass sie da nicht nur Sinn, Selbstwirksamkeit vorhanden ist, sondern auch dass die Leute sich zugehörig fühlen, dass wir da Rahmenbedingungen schaffen als Lehrer, als Professoren, als Führungskräfte, dass solche Rahmenbedingungen vorhanden sind. Also das heißt Plädoyer, nichts ist praktischer als eine gute Theorie, immer theorienorientiert arbeiten, weil wir damit auch Erkenntnisse besser einordnen können. Also lassen Sie mich nun zu einigen ausgewählten empirischen Befunden kommen. Und ich möchte Ihnen zunächst über meine relativ alte Forschung, Genesungsforschung, die war damals, als ich war 15 Jahre Professor in Kiel, bevor ich dann nach New York ging und dann zurückkam nach München. Ich rede über diese Unfallforschungen, die ich zusammen mit dem Dr. Oswald Rogner in Kiel damals gemacht habe. Waren mehrere Untersuchungen mit Unfallpatienten, alle Arten von Unfällen, vor allem aber Arbeitsunfälle. Die kamen in die Klinik und wurden 2 Tage nach dem Unfall befragt. War der Unfall vermeidbar? Haben Sie sich schon mal die Warum-Ich-Frage gestellt? Wer war verantwortlich für den Unfall? Wie gut können Sie den Prozess der Genesung vorhersehen? Was können Sie selbst zur Genesung tun? Und wie attraktiv war die Tätigkeit, als Sie den Unfall hatten? Also auf Deutsch gesagt, wir haben 2 Tage nach dem Unfall die kognitive Landkarte abgefragt, ausgehend von der Kontrolltheorie. Und es waren jeweils 5-Punkte-Skalen und haben dann geprüft, wie lange bleiben die Leute im Krankenhaus und wie war die Komplikationsrate. Und jetzt zeige ich Ihnen mal einfach einige Ergebnisse. Und das sind für mich schon Indikatoren, die relevant sind für die positive Psychologie. Wenn Leute 2 Tage nach, also da steht nun Vermeidbarkeit niedrig, mittel, hoch. Niedrig heißt, es war unvermeidbar. Also die haben 1 und 2 angekreuzt. Hoch war 4 und 5 war hochvermeidbar. Und dann sehen Sie Leute, die sagen, es war eher total vermeidbar bleiben. Das sind adjustierte Mittelwerte. Wir haben Kovarianzanalysen gemacht. Ja? Also da ist die Verletzungsschwere quasi raus. Es ist der reine Effekt der Psychologie, also der mentalen Grundhaltung. Leute, die sagen, war vermeidbar, bleiben viel länger im Krankenhaus. Wir sehen das auch bei Querschnittsgelähmten. Querschnittsgelähmte, die sagen, war vermeidbar, haben viel größere Anpassungsprobleme. Meine Scheidung war vermeidbar. Meine Arbeitslosigkeit war vermeidbar. Und das finde ich schon ein interessanter Aspekt, dass wenn man zu sehr darüber grübelt, das sehen wir auch gleich bei der nächsten Frage mit Why Me, wenn Sie da mal zur nächsten Folie gehen. Da haben wir nämlich gefragt, die nächste Folie. Genau. Haben Sie sich noch mal die Frage gestellt, warum gerade mir dieses passiert ist? Und die Leute, die sagen ja, bleiben viel länger im Krankenhaus als die Leute, die sagen nein. Und wir haben das immer auch bei den Querschnittsgelähmten, zeigt sich, dass die Leute, die die Warum-Ich-Frage stellen, dass die mehr grübeln und sich deshalb mehr Probleme haben. Die nächste Frage, wir haben nicht nach der Schuld gefragt, wir haben nicht nach der Schuld gefragt, sondern wer war verantwortlich? Interne, also externe Punkte lag an mir, lag nicht an mir. Und Sie sehen, wenn die Leute sagen, lag sehr an mir, also was soll Schuldgefühle, bleiben sie viel länger im Krankenhaus, als Leute, die sagen, lag überhaupt nicht an mir. Sie sehen, es gibt so ein Syndrom, dass die Leute lange im Krankenhaus bleiben, die sagen, warum gerade ich und war vermeidbar, bin auch noch selber schuld. Und es hilft zumindest rein kognitiv zu sagen, es war eigentlich unvermeidbar, war Schicksal,
aber in anderen Stichproben untersucht. Schicksal spielt eine ganz zentrale Rolle. Wer sagen war, Schicksal kommt viel besser weg, als wer sich selber die Schuld gibt, darüber grübelt und der auch noch sagt, warum gerade ich. So, aber eine mindestens genauso wichtige Frage ist nicht nur die Ursache, sondern auch hinsichtlich der Zukunft. Und da sehen Sie jetzt die beiden nächsten Fragen. Genau, wir haben nämlich so einen Index kognitiver Kontrolle. Wie gut können Sie den Genesungsprozess beeinflussen, haben wir unter anderem gefragt. Also welchen Einfluss haben Sie daraus? Und jetzt sehen Sie mal, dass die Leute, die sagen, ich kann es überhaupt nicht beeinflussen, bleiben 32 Tage im Krankenhaus. Und Leute, die es mittelmäßig oder sehr hoch beeinflussen können, bleiben viel weniger im Krankenhaus, 19 oder 23 Tage. Kann man unterschiedliche Erklärungen, warum das im mittleren Bereich niedriger ist. Aber im Kern zeigt sich, wer glaubt, er kann das sehr stark beeinflussen, 2 Tage danach. Ja. Also wir reden hier über Selbstwirksamkeit, über Kontrolle. Vermutlich, und das korreliert auch hoch mit Optimismus, bleiben viel weniger im Krankenhaus, haben auch etwas weniger Komplikationen. Und schauen Sie mal auf der rechten Seite. Wir haben nämlich auch geguckt, wann gehen die Leute zurück zur Arbeit, zu ihrer Tätigkeit. Die gehen viel früher wieder zurück, nämlich nach 84 Tagen. Und die 2 Tage nach dem Unfall sage ich, kann überhaupt nichts zur Genesung tun, nach 144 Tagen. Ähnliche Effekte, das wissen wir auch aus der Kontrolltheorie, Erklärbarkeit, Vorhersehbarkeit, Beeinflussbarkeit, dass die Vorhersehbarkeit eine wichtige Rolle spielt. Wir haben gefragt 2 Tage danach, wie gut können Sie den Prozess der Genesung vorhersehen? Und dann überhaupt nicht, wäre niedrig, also 1 und 2, dann sehr, sehr gut kann ich das vorhersehen, ja, also hohe, wir haben 4 und 5. Dann sehen Sie auch, wer glaubt, das gut vorhersehen zu können, bleibt weniger lange im Krankenhaus als die Leute, die sagen, keine Ahnung, es ist so intransparent. Und ähnliche Effekte auch wieder bei der Krankheitsdauer, bei der Gesamtgenesungsdauer. Und nämlich 160 Tage versus 100 Tage. Wir haben noch in der nächsten Folie auch gefragt, wie attraktiv war die Tätigkeit. Und schauen Sie mal, die Attraktivität der Tätigkeit hat keinen Einfluss auf die Aufenthaltsdauer, aber wie lange die Leute vom Arbeitsplatz fernbleiben. Wer die Tätigkeit sehr attraktiv findet, wo der Unfall passiert ist, der geht nach 83 Tagen zurück. Wer sie null attraktiv findet, also 1 und 2, der braucht doppelt so lange. Also was wir hier eigentlich nachweisen wollten, ist, dass die affektiv-kognitive Landkarte die mentale Grundhaltung einen sehr starken Einfluss hat, wie die Menschen mit suboptimalen Bedingungen oder mit traumatischen Erlebnissen umgehen. Und wir haben da mehrere Stichproben genommen und das Muster ist relativ stabil. Also das heißt, es hilft auch für Genesung nach Krankheiten, Entwicklung bei Querschnittslähmungen. Wir haben das auch bei Hüftoperationen speziell untersucht. Es hilft, wenn die Leute sagen, es war eigentlich nicht vermeidbar und ich habe selber viel Einfluss darauf. Ich bleibe optimistisch. Wir haben in anderen Untersuchungen auch festgestellt, ich kann Hilfe suchen. Ich habe Hilfe und Unterstützung. Das zur Genesungsforschung. So, ich möchte nun noch 2 andere. Genau. Das war auch unser Background. Wenn ich das auf den Punkt bringen will, dann würde ich sagen, dass Genesung nach Krankheiten oder noch allgemeiner gelingendes Leben nach suboptimalen Bedingungen, das ist ja nichts anderes als Leben ist Problemlösen, Poppers letztes Buch war Leben ist Problemlösen. Ich gehe davon aus, ausgehend von der Kontrolltheorie, es sind vier Ressourcen, die wir aktivieren können, müssen. Und da hilft nicht nur Selbstinstruktion, sondern Verstärkungsverhalten, Vorbildverhalten von anderen. Ich brauche das psychologische Kapital und 1:1 kann ich das auf die Pandemie anwenden im Moment. Optimismus, positives Denken, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen. Ich fasse den Unfall als Herausforderung auf. Dahinter steckt alles, was mit Resilienz zu tun hat. Die Hoffnung gebe ich nie auf.
aber ich habe auch sehr viel Wissen und ich bin belastbar. Also wir haben in anderen Untersuchungen genau diese Faktoren herausgefunden als Prädiktoren, wie ich mit Scheidung, Arbeitslosigkeit und eben mit unseren Unfällen umgehe. Ganz wichtig ist aber auch das soziale Kapital. Kann ich soziale Unterstützung aktivieren? Habe ich einen Mentor, eine Familie, Freunde? Suche ich Feedback und erhalte das auch? Also da sehen Sie die Wichtigkeit von persönlicher Wertschätzung und Anerkennung von anderen. Und natürlich, wir reden natürlich, aber das haben wir jetzt da nicht untersucht, finanzielles Kapital, bin ich materiell abgesichert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn Eltern zum Beispiel ein Elternteil ausfällt durch Trennung, Scheidung, habe ich da ein Stipendium vielleicht, mit der ich die Notlage überwinden kann. Und institutionelles Kapital, da meine ich, gibt die Gesellschaft Rahmenbedingungen, wo man sich entwickeln kann. Also für mich wäre das schon eine wichtige Sache als Hintergrund der positiven Psychologie. Leben das Problem lösen. So, ich gehe nun noch auf zwei Dinge ein, nämlich auf Führung und auf Zivilcourage als praktische Beispiele. Ich bin ja, das hat vorher Frau Blickhahn gesagt, 10 Jahre Leiter der Bayerischen Eliteakademie gewesen und das Ziel war, ethikorientierte Führungspersönlichkeiten auszubilden. Ich bin seit 12 Jahren jetzt auch Leiter, nachdem ich dann meinen Lehrstuhl dann aufgeben konnte, auch aus Altersgründen, leite ich nach wie vor das Center for Leadership and People Management. Das ist eine Einrichtung der Excellence-Initiative, wo wir flächendeckend die LMU-Dozenten ausbilden in Führung. Also Führung ist total wichtig. Schule, Familie, Kindergarten, Firmen natürlich. Ich gehe jetzt mal unsere Prinzipien durch, die sich als wirkungsvoll erwiesen haben. Und vieles entspricht der transformationalen Führung. Also ich gehe das nur sehr zügig durch. Was muss ich tun, um ein Gegenüber zu haben, der motiviert ist, der sich engagiert, der Wohlbefinden hat? Sinn- und Motionsvermittlung. Ich sagte vorher, wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Das muss ich den kleinen Kindern bieten. Warum und wozu? Natürlich habe ich eine Lebensvision. Kann ich die vermitteln? Passung und Eignung. Menschen machen nur das gerne, was sie gut tun können. Also habe ich die Talent, passt die Aufgabe, die ich gebe, zum Talent, zur Fähigkeit, passt das Team auch zum Individuum. Und wenn die Passung nicht gegeben ist, auch vom Wertesystem, dann entwickeln Menschen ihr Potenzial nicht. Also wir reden jetzt über Rahmenbedingungen, was man tun kann, damit Potenziale, die wir in der positiven Psychologie ja fördern wollen, gefördert werden. Der nicht informierte Mitarbeiter, der aktiviert sein Potenzial nicht. Transparenz erreiche ich aber nicht nur durch Information, sondern auch durch Kommunikation. Da können Ihnen jetzt eine Stunde drüber reden. Wenn jemand sagt, mein Chef hat keine Zeit für mich, der sagt auch, ich habe keine Wertschätzung. Autonomie und Partizipation, Klassiker. Nur Mitarbeiter, die mitgestalten und mitbestimmen können, engagieren sich. Jetzt muss ich gucken, wo kann ich mehr Partizipation geben, statt zu sagen, ich habe heute meinen besten Mitarbeiter mitgebracht, ich komme selber. Ja, das hört man ja, also die Leute, die lassen nicht los. Ja. Also Menschen führen heißt ja Menschen entwickeln. Ja. Menschen entwickeln, klare Ziele vereinbaren, aber Menschen in der Zielerreichung mitnehmen. Ja. Also damit sind wir auch mitten in Shared Leadership, dass ich die Führung in die Gruppe gebe. Ja. Also Abschied nehmen nur von hierarchischer Führung. Und da muss ich natürlich Ziele vereinbaren. Ich muss Erwartungen klären. Also was die Psychologen auch mit dem psychologischen Vertrag oder dem impliziten Vertrag meinen. Ja. Also dass Erwartungen, gegenseitige Erwartungen festgelegt werden. Konstruktive Rückmeldung durch Lob und Korrektur. Also oft wird ja gar nicht gelobt, wem sage ich es? Und Korrektur schlecht, pauschal, demütigend. Und oft denke ich, haben wir in vielen Kulturen, Firmen, Schulen ja keine gute Korrektur. Also eher eine Demütigungskultur oder eine Fehlerkultur, wo man die Schwächen sieht, statt die Potenziale zu steigern. Wertschätzung,
Viele Firmen arbeiten nach der Devise Wertschöpfung durch Wertschätzung. Fairness ist ein Thema. Es gibt unterschiedliche Arten von Fairness, auf die ich nicht eingehe. Aber wer sich unfair behandelt fühlt, auch vom Prozess, von der Informationspolitik, der aktiviert sein Potenzial nicht. Insofern hat Fairness und Kreativität sehr, sehr viel zu tun. Soziale Einbindung, nur Menschen, die sich eingebunden fühlen, die sich inkludiert fühlen, als Teil der Gruppe fühlen, engagieren sich und entwickeln sich. Ich muss ihnen Wachstumsperspektiven geben, gutes Vorbild, ja gut, faire materielle Vergütung, muss ich zumindest erklären, wenn die nicht fair ist, ob es kompensieren kann. Aber die materielle Vergütung ist oft nicht fair, aber brauche ich jetzt nicht vertiefen. Wir haben dann festgestellt, je mehr diese Prinzipien gelebt werden, und zwar nicht die Eltern entscheiden das oder der Professor oder der Lehrer oder der Partner, sondern der Gegenüber, umso mehr Vertrauen, Loyalität, Engagement, Motivation, Identifikation, Wohlbefinden. Und wir haben auch eine weitere Untersuchung gemacht in der Doktorarbeit, wenn wir das gerade auf der nächsten Folie mal sehen. Und zwar haben wir da überprüft in der Universität, inwieweit man die Publikationsleistung, also die Produktivität eines Teams und die Arbeitszufriedenheit vorhersagen kann, und haben festgestellt, dass da Führung eine sehr zentrale Rolle spielt, nämlich transformationale Führung. Das ist korreliert mit unserem Prinzipienmodell der Führung, also dass die Leute Wertschätzung zeigen, Sinn vermitteln, als Vorbild vorausgehen. Und der Vermittler ist Vertrauen. Wenn das vorhanden ist, dann habe ich auch Vertrauen in das Team und auch Vertrauen in die Führungskraft. Also das heißt, meine These ist im Kern, dass Führung kausal ist für Befindlichkeiten. Und da haben wir, glaube ich, einen riesen Bedarf als Positivpsychologen. Führung, ja, die Menschen in Führung auszubilden. Die Ausbildung in den Universitäten ist eigentlich nicht existent. Ja. Und das heißt, unser Center for Leadership versucht das zu machen, aber jetzt will ich mal pessimistisch sein. Die es eigentlich nötig hätten, kriegen wir nicht so richtig. Aber optimistisch bin ich, die schon gut sind, die werden noch besser und sind hoffentlich Multiplikatoren für die nicht kommen. Die nächste Folie. Also ein Plädoyer dafür, dass ich denke, positive Psychologie hat die Aufgabe, in unseren Führungskulturen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich Menschen entwickeln können. Und jetzt denke ich, dass wir ganz gut geführt werden, eigentlich in der Politik, in der Pandemie, würde ich jetzt zumindest sagen, wenn ich das als Abstecher, ich habe noch circa 10 Minuten Zeit, wenn ich meine Dreiviertelstunde habe. Wir haben viele Untersuchungen über Zivilcourage gemacht, auch dafür veröffentlicht. Und was ich Ihnen da sage, wird Ihnen schon bekannt vorkommen, denn es ist, Appelle an Zivilcourage bringen wenig. Ja, können Sie bitte, bitte mehr Zivilcourage zeigen? So ähnlich, wie wenn ich zu Ihnen sage, können Sie ein bisschen mehr kundenorientiert sein? Oder können Sie ein bisschen mehr gucken, was die Konkurrenten alle machen? Ich muss es konkreter machen. Und wir haben ganz viele Untersuchungen in den letzten Jahren gemacht mit Rollenspielen, mit Schülern, mit Studenten, sind auch in die Firmen gegangen. Teilweise sind unsere Leute auch in die Gefängnisse gegangen. Denn oft sind die Leute, die im Gefängnis landen, ja nur die Mitläufer gewesen, die nicht die Courage hatten, Stoppsignale zu setzen in der Gruppe. Ja. Und was wir feststellen, ist, dass man lernen kann, aufmerksam zu werden, wenn Menschenwürde verletzt wird in der U-Bahn, in der Familie oder wo auch immer. Aber da muss ich lernen, was könnte man tun? Also nicht im Sinne von Rezepten, aber dass man es probiert, wie widerspreche ich an der Kasse? Oder wie widerspreche ich, wenn Leute in der Toilette eingeschlossen werden in der Schule oder Turnschuhe versteckt werden, dass ich dann zumindest sage, ich finde das nicht okay. Ich finde das nicht in Ordnung. Also es müssen nicht die großen Sprüche sein. Oder ich bin anderer Meinung. Also unsere Teilnehmer lernen Automatismen, dass sie sich melden,
Das erhöht ein bisschen die Sicherheit, oh ja, auch den Kompetenzgefühl, ich kann vielleicht was erreichen. Und jetzt haben wir festgestellt, wenn ich Wissenseinheiten erhöhe, dass sich dann auch die Verantwortung erhöht, dass die Leute auch tatsächlich eine Entscheidung treffen, weil nicht vielleicht beim ersten Mal, aber dass sie sagen, aber nächstes Mal werde ich, wenn ich das Gefühl habe, das Kind wird geschlagen, werde ich einschreiten. Das heißt, wir gehen hier von so einem, ja, fast so einem Stufenprogramm aus, dass Training in Zivilcourage eigentlich noch verbreiteter angeboten werden müssen in Schulen, in den Firmen, dort, wo es um Verletzung von Menschenwürde geht. So, lassen Sie mich dann zu meinem Abschluss kommen. Also ich wollte Ihnen am Beispiel zeigen, wie durch Bewältigungskognitionen, wie durch Führung, Zivilcourage, wir Rahmenbedingungen herstellen können, die positive Psychologie proklamiert. Ja? Wohlbefinden, Potenzialentwicklung. Und zwar nicht nur des Einzelnen, das ist mir nochmal wichtig, sondern dass wir Kulturen schaffen, auch im zwischenmenschlichen Miteinander. Was bringt mir, wenn der Einzelne sein Potenzial entwickelt und sagt, ich verlasse jetzt die Familie, weil ich kann als Einzelne besser die Familie, besser mich entwickeln und selbst verwirklichen. Und was mich da, was in der Familie zurückbleibt, interessiert mich nicht. Da haben wir eine Aktion. Also ich muss immer gesamtverantwortlich denken, für alle. Ja. Und muss letztlich immer auch Brückenbauer bleiben. Ja. So, lassen Sie mich am Schluss noch einige Vorschläge machen, wie wir die positive Psychologie besser umsetzen können. Und da bringe ich jetzt fünf, sechs Beispiele. Und dann bin ich exakt fertig mit der zur Verfügung stehenden Zeit. Vor 100 Jahren ist Max Weber gestorben, 1920. Und er war für mich ein ganz großer Vordenker. Er ist in München gestorben, auch übrigens einer Pandemie. Und er fragte sich mal, darf ich als Wissenschaftler politisch sein? Also darf ich sogar als Katheder oder als wissenschaftlich arbeitender Psychologe oder Therapeut, darf ich mich da in Politik einmischen? Und er sagt, ja, ich darf doch nicht nur sagen, was sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern ich darf und muss normativ sein. Also ich darf und muss auch anklagen, ich muss nur klar trennen, was ist eine normative Aussage und was ist eine explikative, deskriptive oder wissenschaftliche Aussage. Das heißt, einer meiner Vorbilder, Max Weber, lernen wir die Wichtigkeit von Verantwortung, uns einzumischen, politisch einzumischen. Das wäre auch ein Wunsch, dass wir uns noch mehr einmischen. Ich denke auch, wo müssen wir uns mehr einmischen? Ich denke, es ist ein Riesenpotenzial nach oben, dass die positive Psychologie noch mehr Eingang in die Institutionen von Schulen, Wirtschaft, Universität hat. Ja? Also Rahmenbedingungen zu schaffen, in Kulturen, wo man atmen kann, wo man, abstrakt gesagt, wo Leistung mit Menschenwürde verbunden ist. Ja? Durch Sinnvermittlung, durch Wertschätzung, durch Partizipation, aber auch durch Klarheit. Ich bin ja absoluter Anhänger des Leistungsprinzips. Es geht ja nicht nur um Wohlbefinden, sondern wir sind als exportabhängiges Land natürlich auch angewiesen, innovativ zu sein, ja, aber auch Leistung darf nicht menschenverletzend sein, ja, ich muss das anpassen, den Fähigkeiten. Und natürlich denke ich auch, dass in der Ausbildung der Lehrer und der Professoren und der Führungskräfte ein riesen Potenzial nach oben ist. Leider wird zu oft falsch geführt in den Schulen, in den Kindergärten, und da denke ich, wir haben als positive Psychologen das Know-how. Jetzt denke ich, wir müssen wegkommen, dass Psychologie ist eine Wissenschaft von Personen, sondern ich glaube, Psychologie ist auch die Wissenschaft von Institutionen. Das heißt, wir müssen Institutionen stärken, die Potenzialaktivierung ermöglichen. Vereinte Nationen, Greenpeace, Amnesty International, Transparency International, aber auch die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie ist eine Institution,
die als Institution aktiv wird. Und da denke ich, manchmal mache ich den Psychologen mir eingeschlossen den Vorwurf, wir sind so individuenorientiert und so wenig institutionenorientiert, dass wir Hilfe von Institutionen erhalten können, die als Institution agieren. Aber allein durch den Kongress, den die Gesellschaft macht, sind wir ja schon auf der positiven Seite. Ich glaube, wir müssen uns auch noch mehr im Moment einmischen als positive Psychologen, was an Wert und Werteveränderung passiert. Stichwort Antisemitismus, Verschwörungstheorien. Und da denke ich, haben wir eine ganz wichtige Aufgabe mit dem Dialog. Es geht nicht, dass wir sagen, mit euch rede ich nicht mehr. Wir müssen den Dialog initiieren. Denn die Leute fühlen sich teilweise ja schon als Verlierer. Sie fühlen sich nicht als Teil der Gesellschaft. Sie haben tiefes Misstrauen gegenüber allem Etablierten. Aber wir sind von der Didaktik nicht so gut, wie wir mit den Menschen umgehen, die zum Beispiel Weltverschwörer sind. Wir müssen dann auch über die Beziehungsebene kommen. Ja? Wir müssen den Leuten zuhören. Und oft sind es Leute, die sich als Verlierer fühlen, die total gefrustet sind, die frustrierende Erlebnisse hatten. Also das sehe ich eine riesen Herausforderung, auch wie ich das in den Schulen noch besser, also wie ich die Leute besser aufklären kann, wappnen kann gegenüber auch Verschwörungstheorien. Also eigentlich muss die positive Psychologie da ganz vorne mitspielen für die offene Gesellschaft. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die unsere Demokratie in Gefahr sehen, aber wir müssen da mit unterstützen sein. Und damit bin ich auch schon fast zum Schluss. Gerade in der Pandemie müssen wir schauen. Ich finde, es läuft vieles gut, was die Aufklärung betrifft. Wir müssen den Leuten Optimismus geben, im Sinne von, du kannst selber viel tun, aber du hast auch Verantwortung für deine Umgebung, dass wir in dieser Phase uns schützen und andere schützen. Und als letzter Punkt, denke ich, würde ich mich freuen, wenn wir alle Botschafter, Multiplikatoren, Übersetzer, Übersetzerinnen der positiven Psychologie sind, denn es gibt viel zu tun. Nicht nur für die Entwicklung von Potenzialen von Einzelnen, sondern vor allem für die Herstellung von Kulturen in unseren gesellschaftlichen Institutionen, wo jeder eine Chance hat, ich weiß, es ist ein hohes Ziel, für ein gelingendes Leben unter viel Selbstbestimmung. Das wollte ich Ihnen sagen. Jetzt hoffe ich, dass es Sie ein paar Mosaiksteinchen rausgreifen konnten. Vielen Dank auch an Sie, Frau Blickhahn, dass Sie mir die Chance gegeben haben, da was zu sagen.